Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem EM-Orakel. Jedes Mal ein anderes Tier, nachdem ja Mr. Ed, die Badergabe, das ist eine Echse vom Ortlieb, richtig getippt hat, ist heute mein Tierchen dran. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen das EM-Orakel für das Spiel Deutschland gegen Nordirland. Mein Hund, Morangi. Das Tolle ist an Morangi, sie ist völlig fußballuninteressiert, hat wie ich fast jedes Spiel bisher verpennt. Deswegen geht sie völlig unvoreingenommen auf diese fast unlösbare Aufgabe zu. Bereit? Sie ist richtig heiß drauf und ich kann eins garantieren, ich dachte, sie gewinnt schon. Ich kann eins garantieren, wir werden heute definitiv einen Sieger haben, weil mein Hund wird auf jeden Fall irgendwas fressen. Also ein Unentschieden ist ausgeschlossen. Okay, gut. Morangi? Oh, du großes Orakel aus der Zwischendimension. Sprich zu uns, Morangi. Wer wird das Spiel Deutschland gegen Nordirland gewinnen? Und, meine Damen und Herren, sie bewegt sich auf Deutschland zu und sie greift zu. Jawohl, meine Damen und Herren, das ist die Entscheidung. Morangi hat sich für Deutschland entschieden und verweigert sogar das Futter für Nordirland. Du guter Hund, du guter, guter Hund. Du darfst mich jetzt küssen. Ich nicht, ja, das will ich nicht. Das schmeckt nicht gut.